Ja. Aus unserer Sicht ist das nicht sinnvoll. Die Kröten, die hier mal gelebt haben, sind schon vor über 10 Jahren umgesiedelt worden in einem dreijährigen Programm in ein anderes Laichgewässer. Dann ist 2004 das Planfeststellungsverfahren eingeleitet worden. 2005 hat es umfassende Erörterungstermine gegeben. 2007 ist der Planfeststellungsbeschluss ergangen. 2009 vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt worden. 4 Jahre später hat man das hier gebaut. Damit sind über 10 Jahre ins Land gegangen, seit die letzte Krötenwanderung hier von uns registriert worden ist. Ja, das ist aus meiner Sicht eben eine hochgradige Verschwendung von Steuergeldern, die hier stattgefunden hat. Bedingt sicherlich durch die immens langen Planungsprozesse. Da muss es Reglementarien geben, um das zu verkürzen und auf diese Art und Weise besser reagieren zu können. Das Geld, was hier verbaut worden ist für diese Krötenschutzanlage, hätte man viel besser in den Straßenbau investieren können oder in andere Maßnahmen zum Naturschutz. Ja, das Absurde daran ist eigentlich, dass es hier nach unseren Feststellungen seit über 10 Jahren keine Krötenwanderungen mehr gegeben hat. Wir haben die Schutzmaßnahmen 2002 schon eingestellt, nachdem wir zwischen 1999 und 2001 die Kröten, die es hier mal gab, umgesiedelt haben in ein anderes Laichgewässer. Na, der Knackpunkt ist eigentlich, dass solche Planverfahren viel zu lange dauern und im Verlauf des Verfahrens auch nicht angepasst werden. Woanders wird vielleicht Natur zerstört, die inzwischen gekommen ist durch den Autobahnbau. Und hier wird irgendeine Schutzvorrichtung geschaffen für viel Geld, die mittlerweile überflüssig ist. Im Nachhinein kann man nichts mehr machen. Das ist jetzt gebaut. Das abzureißen wäre noch mehr Blödsinn. Also man wird das jetzt hier so lassen. Ja. Ich glaube nicht, dass man es zum Skaten oder irgendetwas nutzen kann. Also ja, nutzloses Bauwerk. Ja, man kann hier wirklich sagen, hier sind eine Menge Kröten ausgegeben worden, ohne dass Kröten geschützt werden. Schon. Ja, es ist schon ein ganz interessantes Krötenleitsystem. Hauptsache die Kröten finden dieses Leitsystem dann auch. Ne? Aber auf der gegenüberliegenden Seite sind auch in den 90er Jahren Industriebetriebe entstanden, sodass die Überwinterungsquartiere auch entfallen sind. Deswegen hatten wir die Kröten ja unter anderem umgesiedelt. Ja, also aus meiner Sicht muss hier an dieser Stelle der Steuerzahler wirklich eine ziemlich dicke Kröte schlucken. Nein, die Stadt ist hier nicht Baulastträger, weder der Straße, an der diese Schutzeinrichtung errichtet wurde, noch der Autobahn. Wir können da nichts machen, wir können nur mit dem Kopf schütteln. Die gibt es, aber die gehen auch über eine Straße, die müssen nicht unbedingt durch so einen Tunnel gehen, die meiden eher Tunnel. Wildschweine in diesem Bereich mir nicht bekannt. Vielleicht läuft mal ein Hase da durch oder ein Igel. Und wenn der da nicht totgefahren wird, hätte der Tunnel wenigstens noch einen kleinen Nutzen. Ja, wir stehen jetzt hier vor Deutschlands unsinnigsten Tunnel. Man kann ja gucken, ich habe hier keine Kröte gesehen. Und ich glaube auch, dass im März hier keine einzige Kröte langwandern wird. Nein, hier können ja gar keine Kröten mehr leben. Hier mögen welche gelebt haben, bevor der Industriebetrieb gekommen ist. Aber jetzt definitiv unmöglich. Ich glaube nicht, dass unter dem Parkplatz welche sitzen. Also hier, wo jetzt die Industriebetriebe entstanden sind, waren früher die Überwinterungsplätze. Und die Kröten sind dann von hier aus über die Straße gewandert in die Laichgewässer auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Heute Nacht. Ja, ich wollte ja. Ach so. Ja, dass er da Richtung Wand guckt. Ja, Steuergeldverschwendung. Genau. Denkt man so jetzt darüber? Ja, nur, wenn ich sowas mache, überprüfe ich die Notwendigkeit zuerst. Dummes Zeug ist das. Wichtigtuerei. Also. Ja, gut. Vielleicht kann man den Tunnel ja irgendwann mal andersweitig nutzen. Im Moment sehe ich das ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Da müssen wir mal welche hinsiedeln, damit sich der Tunnel wieder lohnt. Wenn wir schon einen Tunnel haben, braucht man nur noch die Kröten.